Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Erben der Erde, der NRW bei 18 hier. Endlich geht es weiter. Ja, die letzten Tage, ich habe weniger geschafft, als ich mir vorgenommen hatte. Irgendwie so 11 Stunden Schichten, die schlauchen dann schon ein wenig. Dann kommt man mitten in der Nacht nach Hause, pennt dann und steht am nächsten Tag auf und ja, kann sofort wieder zur Arbeit. Nun ja, Jolly Rover ist ja beendet. GTA ist auch weitergegangen, da schauen wir jetzt mal, wann der Alex und ich uns wieder treffen. Ja, bei Layton, da kann ich euch noch nichts Positives berichten. Da wollten der Christoph und ich uns jetzt am Freitag eigentlich getroffen haben, aber das hat dann auch wieder nicht funktioniert, weil ich arbeiten war. Schauen wir einfach mal, was jetzt die nächste Woche so alles bringt. Tony Taff, selbes Bild immer noch, Sebastian außer Gefecht und deswegen dauert es dann noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir jetzt hier erstmal bei Erben der Erde. Ihr habt mir viel in die Kommentare geschrieben, ihr habt mir auch ein, zwei persönliche Nachrichten geschrieben, oh, jetzt helfen wir auf die Sprünge, mir fällt der Name jetzt nicht ein, sorry, hätte ich mal nachgucken können, ja, aber ich habe wohl was vergessen, und zwar, ich war noch nicht im eigentlichen Heiligtum, ja, unglaublich, ne? Das wäre ziemlich neugierig. Ja, was war da denn los? Tycho würde das nicht mögen. Okay. Dann versuche ich erstmal das rauszufinden. Und zwar, was war da denn los? Unfassbar. Zum Pfad. Und dann gehen wir noch einmal. Und zwar, eigentlich dachte ich ja, dass das... Moment. Öffne Tempeltor. Ach, guck mal. Er klopft. Wie zuvorkommt. So. Dann haben wir hier die Hasi-Stadt. Mhm. Und da habe ich mir die ganze Stadt angeguckt, aber ich war nicht im Heiligtum. Und das Heiligtum, man sagt ihm einfach nur geradeaus gehen. Ja, so. Ach doch, da geht ein Weg. Hä? Ich habe die Musik auch ein bisschen rund... Tatsächlich. Die Musik ein bisschen runtergesetzt und die Sprachausgabe ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, so ist es jetzt tatsächlich. Jetzt angenehmer. Hübsche, fuchsige Statuen. Fuchs. Eine Fuchs hier. Hübsche, Fuchs. Okay. Interessante Architektur. Ah. Okay. Dann schauen wir uns doch mal den Tatort an. Was wollt ihr? Oh. Wir suchen Mein Name ist Riff. Dies sind meine Gefährten. Ea, Leutnant des Waldkönigs und Feldwebel Ock von der Keilerwache. Wir sind gekommen, um nach der Sturmkugel zu suchen. Zu welchem Zweck? Um sie hierher zurückzubringen. Woher weiß ich denn, dass ihr sie nicht selbst behalten werdet? Guter Einwand. Eine Mütterkatze. Die Bewacherin des Schatzes. Irgendwie passt das. Ich habe kein persönliches Interesse an der Kugel. Warum suchst du dann danach? Ich wurde fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt und meine Freundin wird gefangen gehalten, bis ich die Kugel zurückbringe. So, so. Mein einziges Motiv für die Suche nach der Kugel ist also die Befreiung meiner Freundin. Ich verstehe deine Situation. Jedoch bist du und deine Gefährten Fremde. Und deshalb kann ich euch nicht erlauben, hier zu bleiben. Was? Moment! Ich repräsentiere euren guten Freund, den König des Waldes. Bedeutet euch das nichts? Unsere Freundschaft bedeutet mir viel. Aber wie soll ich wissen, dass du ihn wirklich repräsentierst? Trage ich nicht die Uniform der Elchwache? Jeder kann eine Uniform tragen. Bringt mir ein Zeichen der Vollmacht vom König persönlich. Und ich werde euch bei euren Untersuchungen unterstützen. Welcher Art soll das Zeichen sein? Der König wird es wissen. Aber unsere Zeit ist knapp. Wir haben nur bis 9 Mond Zeit, die Kugel zu finden. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr drei euch beeilt. Nun geht. Geht! Und kommt wieder, wenn ihr das Zeichen habt. Da schmeißt ihr uns einfach raus. Ist ja unglaublich. Weihrauchschale. Das riecht gut. Leckerlich lecker. Hier hat also die Kugel gelegen.
Auch nicht schlecht. Geht, aber sie lässt uns hier drin. Na, das ist ja lustig. Gut, aber ja, dann müssen wir also wieder in den Wald. Das heißt, oh, guck mal, wie süß. Tempelgelände? Achso, Tempelgelände. Hier komplett rauslatschen. Das hätte man vielleicht ein bisschen mit, weiß ich, mit so einer kleinen Minimap, hätte man das, wie in so vielen anderen Spielen, irgendwie schöner lösen können. Hasi-Town hier. Hier möchte ich leben. Ruhe. Ah. Naja. Zack. Wo wollte ich jetzt hin? Im Wald. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Der König wird nicht erfreut sein, uns noch einmal zu sehen. Ich muss es probieren. Ich weiß nicht mehr, was zu tun ist und brauche einen königlichen Rat. Ha! Einen Elch nach Rat zu fragen, ist wie einen Fisch nach einer Feder zu fragen. Also ich weiß nicht, ich habe die Musik jetzt echt megamäßig runtergesetzt und trotzdem ist die hier noch so laut. Hier geht's jetzt. Was? Gibt es da noch etwas, das gesagt werden muss? Yep, gibt es. Wir wollten uns bei unseren Untersuchungen im Heiligtum umschauen. Elara, die Herrin des Heiligtums, hielt uns jedoch auf. Ja, sie lässt uns nicht rein, bis ihr es sagt. Was die Keilerwache meint, ist, dass sie eine Vollmacht von euch benötigt, bevor sie uns den Zutritt erlaubt. Hab ich das nicht gesagt? Elara ist weise. Niemand ist qualifizierter, die Kugel zu bewachen, als sie. Und von allen, die den Verlust spüren, ist sie es, der ihr am meisten schmerzt. Ihr bringt ihr dies. Dies wird sie davon überzeugen, dass ihr in meinem Auftrag arbeitet. Ein goldener Apfel? Das ist alles? Dieser Apfel spricht Bände. Nun geht. Eure Suche wird sehr schwierig werden. Und Zeit ist die Essenz, wenn ein Krieg mit den Keilern vermieden werden muss. Wir stehen in eurer Schuld, Majestät. Ach, Herr Jemine. Wunderschön. Ja. Wir sind hier manchmal echt so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Rückgratlos würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr devot, sag ich jetzt mal. Aber das klingt auch falsch irgendwie. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er ist halt sehr zurückhaltend. Und man schafft es halt sehr schnell, ihn einzuschüchtern. So, renn. So, dann hier wieder komplett durchlatschen. Nein, Hasi-Town. Und hier die Musik. Total angenehm, aber irgendwie da im Wald. Naja. Das ist dann im Spiel, da kann ich nichts für. Man sagte mir aber auch schon, dass das Spiel wohl dann doch, wenn ich jetzt hier einigermaßen gut vorankomme, dann wieder sehr, oder was heißt sehr, ist jetzt übertrieben, aber dann wieder verhältnismäßig kurz ist. Ich hatte mich schon bei Jolly Rover, hatte ich mich schon ein bisschen geärgert, aber nun ja. So, dann, bitteschön, Elara. Da. Der Waldkönig sendet Grüße und bittet euch, diesen goldenen Apfel als Zeichen der Vollmacht anzuerkennen. Er sagte, dass er euch etwas bedeuten würde. In der Tat, so ist es. Dieser Apfel ist ein Souvenir von einer Suche, auf die er für seinen König ging, als er noch ein junger Soldat war. Er war als Krieger ebenso würdevoll, wie er es heute als König ist. Dann dürfen wir unsere Untersuchung auf dem Heiligtum jetzt fortsetzen? Ihr könnt suchen, so viel ihr wollt. Ich werde das Tor öffnen. Möge das Glück euch begleiten. Na mach, wo will sie hin? Habt vielen Dank. Wieso haust du den jetzt ab? Ich denke, das hier ist das Heiligtum. Och nö. Hier hat also die Kugel gelegen. Aha. Hä? Okay. Wo... Oberlicht? Tür. Ach, das ist nur so eine Höhle hier, wo die Kugel drin auf... Aber das ist ja dann auch wieder dämlich, weil Heiligtum sagt ja eigentlich voraus, dass da auch die Perle oder die Kugel dann auch drin ist. Und, aber...
Und man sagt ihm, ich soll alle Türen immer abgeschlossen aufmachen. Nee, warte mal, hier oben war doch noch eine Tür, oder? Da bin ich auch gar nicht durchgekommen. Abgeschlossen. Wieso ist jetzt hier alles abgeschlossen? Hier. Ork, was machst du da hinten? Was ist das? Hier bin ich ja gar nicht Oh, Moment, ist das das Heiligtum? Hat sie hier... Oh, guck mal, ein Brunnen. Das scheint ein Springbrunnen zu sein. Aber der springt doch gar nicht. Der steht doch fest am Boden. Oh, das sind aber schöne Gärten hier. Halt, was ist das? Nein, nicht eh. Da, oh, komm doch mal her. Ein leerer Eimer. Nur ein ganz normaler Garteneimer. Kann ich den mitnehmen? Ja, kann ich. Oh, guck mal hier. Oh, Bewässerungsgraben. Oh, ist das schön. Das ist ein Bewässerungsgraben. Ja. Benutze. Einmal drin. Das Wasser ist zu schlammig. Oh. Und deswegen kann ich das dann wahrscheinlich auch nicht... Das Wasser ist zu schlammig. Ah, okay. Oh, was ist das? Dünger. Kann ich den auch mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich den herumtragen möchte. Na, dann eben nicht. Guck mal, hier kann ich rüber... Oh, durch die Blumen gelatscht. wieso gehst du jetzt hier nicht weiter? Hallo? Wieder über die Blumen gelatscht? Nee, doch nicht. Die latschen hier alle über die Pflanzen. Eieieiei. Ja, aber was gibt's denn jetzt hier? Was ist das? Solche Beeren habe ich noch nie zuvor gesehen. Sauer. Ich frage mich, woher sie stammen. Sauerbeeren? Okay, kann ich die mitnehmen? Ork, du stehst im Weg. Geh doch mal weg. Ork. Die sind vielleicht ein wertvoller Hinweis. Und was ist das? Ein Fußabdruck. Halt! Was? Da ist ein Fußabdruck. Siehst du ihn nicht eher? Die Form kommt mir nicht bekannt vor. Aber Spurenlesen war nie meine Stärke. Vielleicht kann ihn jemand anders identifizieren. Wir müssen ihn hierher bringen. Den Schlamm können wir bestimmt nicht hier wegnehmen. Was sollen wir tun? Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da von den Ratten, dass der uns helfen kann. Weil ihm sollten wir ja da Beweise bringen, aber... Gut, also hier ist... Also, ich verstehe das nicht. Wo soll denn dann hier die Kugel gelagert worden sein? Weil die Kugel wurde ja definitiv da hinten in dieser Höhle aufbewahrt. Aber das ist ja angeblich nicht das Heiligtum, weil das hier ist jetzt das Heiligtum. Oder soll der Garten das Heiligtum sein? Hm, Fragen über Fragen. Vogelbad. Das scheint ein Vogelbad zu sein. Kann ich hier den Eimer mit Dings füllen? Gutes, klares Wasser. Ah, kaltes, klares Wasser. War ein Lied in den 90ern. Oh, was ist das? Der Futterkiste für Vögelchen. Sieht aus wie die Feder eines Kolibri. Aha. Wenn ich das wegnehme, haben die armen kleinen Vöglein nichts mehr zu futtern. Aber er hat doch... Sieht aus wie die Feder eines Kolibri. Ja. Wieso nimmst du die Feder denn dann nicht mit? Ich will ja nicht die Kiste, ich will die Feder haben. Oh, Kingers. Nein, nur Futterkasten für Vögel. Gut, dann können wir sie wohl nicht mitnehmen. Das ist noch mehr Bewässerungskram. Also, wie gesagt, von der Lagerung halt der Kugel schon ein wenig komisch. Dann kann ich mir vorstellen, dass es hier... Hallo? Dass das hier Heiligtum im Sinne von... Garten oder Möhrenanbau oder... Ihr habt keine Ahnung. Aber schon komisch. So, was ist das für ein großes Haus hier? Wobei, da war ich schon, glaube ich, drin. Abgeschlossen. Wieso ist jetzt hier alles abgeschlossen? Ich bin doch hier schon in den Häusern drin gewesen. Abgeschlossen. Oh, doch, hübsch. Ja, jetzt bin ich hier unten. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Die haben keine Tür. Abgeschlossen. Ach, das ist da Licht an, ich seh's doch. Wieso ist jetzt hier alles zu? Manno! Da ist Licht aus, da ist Licht an. Abgeschlossen. Na toll, hier ist Ende. Ja, dann,
Das meinte ich auch, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Teil damit, weil es ist... Warte mal, hier drin vielleicht? Habe ich da irgendwas übersehen? Nein, da komme ich direkt hier hin, okay. Es ist mit diesem Kameraausschnitt schon ein wenig schwierig, hier wirklich alles zu finden, weil man halt so wenig nur sieht. Ich guck mal, hier ist auch Licht an. Aber die Tür war auch abgeschlossen. Die habe ich schon ausprobiert. Abgeschlossen. Ja. Hier ist das große Haus wieder. Halt, da oben. Abgeschlossen. Mhm. Komme ich hier runter? Nein, komme ich nicht. Ah, wie clever. Halt, da oben. Abgeschlossen. Warum verschließt ihr alle eure Tore von mir? Abgeschlossen. 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 Tja. Dann. Ja, und hier sind wir wieder am Eingang. Abgeschlossen. Also, du stehst doch gar nicht vor der Tür. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Tja. Gut, dann gehen wir mal in das Dorf. Da soll ich mir auch noch alles angucken. Da muss ich wohl dann auch irgendwas übersehen haben. Schauen wir mal. Latsch, latsch, latsch. Ausgang. Ah, die Musik, die ist so schön. Man könnte fast meinen, er geht im Takt. So, ist jetzt hier auch alles verschlossen? Nein. Ich solle mir... Geh doch bitte raus. Jede Tür angucken, ich soll überall reingucken. Hier soll es wohl noch etwas geben. So die Aussagen meiner Zuschauer. Ist nur die Frage, wann ich es finde. Hallo, da rein. Ja. Kunst an der Wand. Genau, und oh, geht hier wieder rein. Ich bleib hier dran stehen. Ah, und jetzt ist er draußen. So, durch den Wald hier. Schlüpp, schlüpp, schlüpp. Aber ich glaube, hier unten kommt nichts mehr, oder? Oh, nee, doch nicht. Nee, ich glaube, hier kommt nichts mehr. Und jetzt hat man schon wieder völlig die Übersicht verloren. Wo kommen wir jetzt hier hoch? Bei welchem Haus? An welchem Haus? Da war ich schon, okay. Gehen wir hier mal rüber. Folgen wir mal dem Weg. Halt, da ist noch einer. Und Ork kommt jetzt, genau. Zum Glück bleiben die Türen offen, sodass wir... Ja, hier war ich aber schon drin, hier. Handwerksiegel, ja. Den kriege ich aber nicht runter. Dass wir... sehen, wo wir schon drin waren, meine Güte. Komme ich da weiter? Nein. Da war ich schon, okay. Gehen wir jetzt hier mal weiter rüber. Was haben wir hier? Na, da rein. Auch wieder nicht. So, und hier drin war ja dann dieser Glasbläser. Aber da war ich schon drin, da gibt's nichts. Jedenfalls noch nichts. Klar, hau mir die Latte doch ins Gesicht. Nein. Also da oben geht's ja auch dann nicht weiter. Das heißt, halt! Was war das denn? Da ist ja noch eine Tür. Aber auch wieder nur eine Wohnung. Manu.
Ja, hier ist doch wieder Ende. Halt, stehen geblieben. Ich krieg dich. Oder auch nicht. Wo willst du hin? Ah, also ist das Dorf gar nicht so groß, oder was? Zu wem gehört denn dieses Gebiet hier? Das ist einfach nur ein abgestecktes Feld hier, oder was? Na, scheint so. Uff. Dann weiter oben vielleicht? Aber dann habe ich mir wirklich alle... Ah, hier geht's noch weiter. Komm, Ork, hier wieder rein. Genau. Ich kann mich aber erinnern, dass ich hier auf jeden Fall alle Türen mir angeguckt habe, die ich gefunden hatte. Jetzt würde mich jetzt, glaube ich, echt schwer wundern, wenn ich jetzt hier noch irgendwas finden würde. So, was ist mit dem Komplex hier? Ist das jetzt schon der Glasbläser oder ist das... Ja, das ist der Glasbläser. Tja, und hier ist Schluss. Freunde, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Ah, alles in Ordnung. Meine bekloppte Nachbarin macht wieder Terror. So, und das an einem Sonntag. Schauen wir mal weiter. Und hier war ich schon. Und hier komme ich jetzt wieder in den... ins Dorf. Warte, wo geht der hin? Ja, das ist doch wieder der Glasbläser hier. Tja. Freunde, ich weiß es nicht mehr, ehrlich nicht. Ich bin ein wenig ratlos gerade. Guten Tag. Servus. Darf ich euch meine Glaswaren vorführen? Yep. Nein, danke. Kann ich dir vielleicht was geben, hier zum Einschmelzen vielleicht? Ich bin sicher, dass das sehr interessant ist. Habt ihr Interesse an Glaswaren? Dieser Genosse hat vielleicht die Antwort auf unser Problem. Ich glaube, da hat gerade der falsche die Lippen bewegt. Warte mal, vielleicht kennt er die. Na, gib Sauerbeeren an. Ich bin sicher, dass das sehr interessant... Habt ihr... Dieser Genosse hat vielleicht die Antwort auf unser Problem. Da, er hat schon wieder die falschen Lippen. Na. Gut, also dann nicht. Dann, raus. Hallo. So, da unten war ich schon drin. Also hier gibt es dann wohl tatsächlich wirklich nichts mehr. Ich habe jetzt hier mir jedes Haus angeguckt, bin in jedem Haus drin gewesen. Hier unten gibt es nichts mehr. Hier nur Wald. Na, und hier geht es dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Stimmt. Stimmt. Ja, hier ist jetzt Feierabend. Genau. Freunde, wir sind ein Stück weitergekommen, aber nicht viel. Und ich muss mich jetzt auch schon wieder so langsam fertig machen zur Arbeit. Es tut mir traurig, aber es ist leider so. Schon wieder so ein großes Gebiet. Wieso war ich denn hier noch nicht? Sie ist verschlossen und kann nicht geöffnet werden. Wieso das? Wieso sind denn jetzt hier auf einmal schon wieder Türen verschlossen? Sie ist verschlossen und kann nicht geöffnet werden. Oh. Das ist ja jetzt nicht wahr. Wieso sind denn hier Türen? Nicht knatschen. Okay, also Randnotiz. Zwei Häuser, die ich nicht öffnen konnte, die ziemlich weit abseits stehen. Auch. Guck dir das an hier.
Ja, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier komme ich jetzt wahrscheinlich irgendwann raus. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es zahlt. Wo willst du hin? Wie es weitergeht. Macht es gut. Bis dann. NRWY18. Adieu.